Hallo, zurück. Look after your horse good. Damn sure it'll look after you. Ganz genau, das habe ich vor. So, ihr Lieben, ich habe mir erlaubt, in eurer Abwesenheit einen Stall aufzusuchen und mir ein neues Pferd zu kaufen. Das ist Daisy. Ich habe Daisy schon aufgemotzt. Da. Daisy ist ein Hengst. Es ist mein zweites Transgender-Pferd. Nach Rosie 4. Meet Daisy 1. Seen quite a few horses coming through with spading. Ja, es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Daisy kann noch nichts. Wir werden sehen. Wir sind auf Verbundenheitsstufe 1. Es ist ein schnelles Pferd, ein wendiges Pferd und ein scheiß teures Pferd gewesen. 800 irgendwas, also 900 Dollar. Aber wir sind ja reich. Also, und jetzt, genau, ich habe noch mehr, was ich geplant hatte. Möchte ich gerne den Skill... Warte mal, nee, hier bin ich völlig falsch. Ich würde gerne hier dieses hier machen. Ist es das? Ja, Herausforderung, genau. Meisterjäger. Hier, wir sind ja noch... Nee. Quatsch. Völlig falsch. Scharfschütze. Das will ich machen. So, wir sind 3 Vögel im Flug, haben wir geschafft. 2 unterschiedliche Tierarten mit demselben Dead-Eye haben wir auch geschafft. So, und das hier habe ich schon gesehen. Die spinnen völlig. Töte 5 Vögel im Flug von einem fahrenden Zug aus. Ich glaube, sie mussten sich ein bisschen verkneifen, in Klammern zu schreiben, im Handstand, während du eine Rolle rückwärts machst. Okay, aber ich dachte mir, ja, machen wir. Achso, das können wir erst, das machen wir jetzt, oder? Also ich versuche es zumindest. Und danach gehen wir dann zurück zu den anderen. Jetzt muss ich mal hier diesen dusseligen Wegpunkt noch entfernen und uns einen Bahnhof suchen. Und das ist hier irgendwo da. Da gehen wir jetzt hin. Und dann springen wir auf den Zug und knallen Vögel ab. So sieht's aus. Giddy up. Ah, es galoppiert gleich los. Sehr gut. So, Daisy. Zeig mal, was du drauf hast. Ja. Läuft gut. Daisy ist ein Rennpferd. Aber nur Standard. Also es ist kein Rennpferd. Es ist nicht renntauglich. Es ist Standard, aber es gehört zu der Gattung Rennpferde. Und sie ist ziemlich schnell, würde ich sagen. Er. Es. Das weiß ich. So, hier war doch gleich irgendwie der Zug, ne? Dann hopsen wir mal auf den Zug. Gucken, was passiert. Keine Ahnung, wann hier ein Zug kommt und so. Aber wir sollen Vögel im Flug von einem fahrenden Zug, das reimt sich sogar, abschießen. Also machen wir das auch. Achso, warte, ich kann ja mal ein paar Waffen mitnehmen. Es erleichtert das dann ungemein. Die nicht, die und die. Oder nee, die ist besser. Die mag ich lieber. So. Tschüss, Daisy. Hier wartet noch jemand. Das ist doch ganz gut. Hallo, Sir. Ja. How's it going? Ja, ja. Und das ist wieder ein Hilfe. Kopfgeld bezahlen. Ja. Mach ich auch. Happy to help you start over. Alles bezahlen. Always best to get it done with all at once. Ja, genau. Und jetzt wollen wir eine Zugfahrkarte. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wo waren wir noch nicht? Komm, wir nehmen das teuerste. Hope you have a good trip. Okay. War hier nicht noch ein Brief für mich, sag mal, Leute? Ich dachte, hier wäre ein Brief für mich. Bin ich jetzt im Zug? Bin ich jetzt im Zug?
Ja, aber ich kann doch so gar nicht schießen. Okay, es ist ein bisschen... Okay, ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich echt verarscht. Okay, jetzt haben wir $10 ausgegeben, landen irgendwo, wo ich überhaupt nicht hin wollte, nur weil ich nicht auf einen fahrenden Zug aufgesprungen bin, um Vögel zu erschießen, oder was? Das Spiel verarscht mich. Hey, das ist Daisy. Ich bleib einfach sitzen. So sieht's aus. Ich will hier gar nicht raus. Ihr seid doch scheiße. Oh, Entschuldigung. Ja, wieder Fäkalvokabular. Aber ich will hier nicht raus. Ich will Vögel erschießen. Ich kann auch Passagiere ausrauben. Prima. Hey, ist ja gut. Zugraub? Was? Ich will aber hier rauf. Ja, das ist sehr gut. Nerv mich nicht. Och, Arthur! Wir waren doch so gut. Komme ich da jetzt da rauf? Ah, so. Verstehe. Okay. Fliegende Vögel im Flug. Abknallen. Wer deckt sich denn sowas aus? Wie soll ich das denn machen? So im Ernst. Ah, da. Wo sind sie hin? Ich werde überhaupt keinen kriegen. Ich bin zu langsam. Oh, ey, ist doch nicht euer Ernst. Wie soll das denn gehen? Ich sehe sie nicht mal. Gesucht? Wieso? Ich habe doch gar nichts gemacht. Einen habe ich, habt ihr es gesehen? Och, Arthur, ey, du nervst mich aber heute. Wieso ist denn der jetzt sauer auf mich? Was habe ich dem denn getan eigentlich? Kann ich ihn einfach abhängen, wenn ich renne? Oh, was denn, ey? Ist doch nicht euer Ernst jetzt. Wieso? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ach, der ist über mir, oder was? Verstehe. Ich habe euch doch gar nichts getan. Naja, gut, jetzt schon irgendwie. Aber so grundsätzlich meine ich. Was haben die denn gegen mich? Naja, wenn schon, denn schon. Ihr habt angefangen, möchte ich mal sagen. Ich wollte nur Vögel erschießen. Hier sterben, oder? Ja, wir werden hier sterben.
Naja. Ja, ja, wir laufen weg wie ein kleines Mädchen. Ich habe das gehört. Blöd, Mann. Ich kann nicht einen ganzen Zug erschießen, nur weil ich Vögel jagen will. Hopp. Ja, öfter mal was Neues, ey. Vielleicht kann ich ja noch schnell wieder auf den Zug springen. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe, dass der Typ so sauer auf mich geworden ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Kein Plan. Ich bin nur aufs Dach gestiegen und er fand es kacke. Ja, ich bin weg. Ihr habt mich nie gesehen. Aber hey, einen Vogel habe ich erschossen. Tja, aber wo sind wir? Wo ist mein Pferd? Was machen wir jetzt? Wie komme ich hier wieder hoch? Fragen über Fragen. Ist das eine Bahnstation? Na klar, mein Pferd ist nicht da. Muss ich mir jetzt eins klauen? Ich habe mir doch gerade eins gekauft. Gleich wieder einen neuen Ärger provozieren. Ach, hier ist die Pokerrunde. Ich erinnere mich. Wir wollen jetzt gar nicht pokern. Wir wollen weiter Zug fahren. Wann kommt der nächste Zug? Ob ich da jetzt einfach hingehen kann? Wahrscheinlich nicht, aber wir versuchen es, oder? Ich zahle auch. Ich will niemanden bedrohen. Zug fahren. Wenn der Zug in einer unbewohnten Gegend angehalten wird, verringert sich die Zahl der ausgesandten Gesetzeshüter. Tja, ich will aber gar nicht fahren. Ich will, dass ihn jemand fährt. Habe ich den ganzen Zug gekidnappt? Okay, sieht so aus. Das ist ja einfach. Geh mal los, komm. Juhu. Okay. Der Zug fährt. Aber jetzt fahre ich ihn leider. Was mache ich denn jetzt damit? Und wie komme ich jetzt hier wieder runter vom Zug, sag mal? Bremsen oder was? Ich will... ich komme nicht aus dem Zug raus, Leute. Kein Scheiß. Hier steht nirgendwo aufhören damit.
Ja, Arthur, läute mal noch ein bisschen die Glocke, weil nicht, dass uns niemand findet, verstehst du? Ich weiß nicht, wie ich aus dem Zug rauskommen soll. Das ist ein bisschen witzig. Na gut. Keine Ahnung. Ich fahre jetzt mal, gucken, was passiert. Nee, ich komme hier nicht raus. Also wir können ja mal auf diese Gesetzeshüter da warten oder wer auch immer uns da gerade. Ich bremse jetzt mal. Guck mal, niedlich, so ein kleines Häuschen. So, zur Not müssen wir uns eben erschießen lassen. Weil ich komme hier nicht raus. Ja, Leute, ich lasse mich jetzt hier mal schießen. Zum Ernst, weil was soll ich sonst machen? Andererseits muss ich einfach erschießen lassen, ist auch scheiße. Jetzt hänge ich hier in diesem Zug fest. Wie komme ich denn hier raus? Tja, kann ich den Zug irgendwo verkaufen? Das wär's doch. Ich könnte den Zug irgendwo verkaufen. Guck mal, die sind uns immer noch auf der Ferse. Das war ich. Meine Möglichkeiten sind limitiert. Lass mal Wasser holen hier oder irgendwas. Ach Mensch, ich komme hier nicht weg. Das gibt's doch nicht, ey. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht weg? Ich bin echt so ein bisschen irritiert. Ich muss mal eben gucken, wie ich hier jetzt wieder rauskomme. Ich google jetzt. Aber was soll ich da googeln, ey? Komm mir nicht aus Zug. Nicht aus Zug. Tja. Weil da gibt es jetzt tatsächlich nichts. Ja, wer ist auch so dämlich und fährt Zug?
Tja, na gut. Dann mal weiter. Das ist ja schon leicht durchlöchert, mein kleines Zughaus hier. So. Umbringen können sie mich aber auch irgendwie nicht anscheinend. Die sind irgendwie so langsam. Tja, na gut, fahr ich mal weiter. Ich fahr jetzt mal weiter, bis das Rot weg ist. Vielleicht ist das das Geheimnis. Aber ich konnte mich ja auch am Anfang, da war ja noch nichts rot. Keine Ahnung. Hier aussteigen? Nee, ich komme hier nicht raus, Leute. Was mache ich denn jetzt? Ich komme nicht aus dem scheiß Zug. Das gibt's doch gar nicht. Glocke läuten am Arsch. Wer will denn das? Ich will nicht die Glocke läuten. Pfeife betätigen, bremsen, beschleunigen. Mehr kann ich nicht machen. Und ich kann hier nicht aussteigen. Ich kann machen, was ich will. Seht ihr? Ich komme hier nicht weg. Ist das ein Bug? Bin ich einfach bescheuert? Wieso komme ich denn hier jetzt nicht raus? Kreis drücken bringt nichts. Viereck drücken bringt nichts. Dreieck drücken. Dreieck drücken, lange Dreieck drücken, das war ja total selbsterklärend. Vielen lieben Dank. Ja, dann kann ich jetzt auch weiterfahren und dann Dreieck drücken. Mann, ey, ja, Zug fahren, Dreieck drücken, ist klar. Und Zug nicht mehr fahren, auch Dreieck drücken. Total selbsterklärend, vor allem, wenn es dann da so gar nicht mehr steht. Aber hey, ich drücke ja eh immer alle Tasten. Insofern, egal. So, Dreieck drücken. Es funktioniert. Okay, mein Zug fährt. Jetzt brauche ich nur noch Vögel. Mietz, mietz, mietz. Ach, kommt schon. Ich kann doch jetzt nicht immer rein und raus hopsen aus dem Zug. Ich klaue mir jetzt ein Pferd. Ist überhaupt mein Pferd? Es ist bestimmt weit weg. Ah, toll. Warte mal, da war ein Stall. Ich kann mir ein anderes Pferd holen. Da. Nee, wo war es denn? Ich habe gerade einen Stall gesehen. Da. Okay. Hier ist ein Stall. Und der Zug bringt mich. Wo bin ich? Das bin ich da unten. Und ich fahre weg von dem Fragezeichen nach Saint-Denis, ne? Toll. Ach so, ja, das ist ja auch der Stall bei der Emerald Ranch. Ah, wo habe ich mich hier schon wieder rein manövriert? Gehen wir mal zu der fremden Person. Es ist jetzt nicht ganz so weit. Ach, Arthur, ey. Meine Güte. Wie so ein Fußballer. Ja, das habe ich wirklich gesagt. Schauen wir doch mal. Was geht hier ab?
Tja, ich könnte natürlich einfach irgendwie hier so ein Pferd klauen. Aber ich könnte natürlich auch einfach... You're gonna be committed to the earth and stay to Lamar. You should have cooperated. Ey, jetzt bleib mal liegen. Gibt's doch gar nicht, ey. Tja, mein tuberkulose Arthur ist auch nicht mehr das, was er mal war. Tot? Er ist tatsächlich tot. Alles umsonst. Na gut. Hey, kann ich dann das Pferd haben? Ich nehme jetzt dieses Pferd. Hallo. Na du? Ja, so eins habe ich schon. Let's go. Sei ein nettes Pferd. Hops. You're leaving me, huh? Sure. Yeah, we'll leave this then. Fools up to? It's Mr. Black's fault. His fault, the darky white. Although I don't know why they call him that. Look at him. Don't you start now. I'll knock the color clean off you. Come on. And I'll tell you, you lily livered. Enough. You two fools look like you've just run off a chain gang. Yeah, what of it? What are you doing? Starving. They got bounty posters for us all over town. And we can't go into town to get supplies. Say, mister, maybe you can do us fools a favor. We ain't bad guys at all. He's okay. Even for a darky. Shut it, you pasty-faced streak of piss. Yeah, I had up to here with you. Enough. Do your goddamn favor. What you want? Maybe you can go into town and take down them wanted posters of us. Okay. Maybe meet us back at the campfire in the woods and tell us how you did. Maybe bring us a little bite to eat. Don't push your luck. Ey, komm, nice Arthur, fellas. Wir haben so viele Vorräte. Yeah, you love nice fellas. Don't you start up again. Just shut up. You shut come. Up! Sind die Steckbriefe denn nur beim Sheriff? Sind die denn, die Steckbriefe? Mr. Black, Mr. White. Interesting. Aha. You taking liberties, boy? Was? Glaub, es hackt. Ah, toll. Ob ich mich
denn jetzt schon wieder hin manövriert? Naja, gut. Tja, das haben wir ja vielleicht verkackt. Und wo? We all get our comeuppance, don't we? Ja, ja. Mist. Aber der Typ hat angefangen. Ach, das wird uns wieder viel Geld kosten, Arthur. Aber was hätten wir machen sollen? Ich konnte mich ja nicht einfach erschießen lassen, oder? Finde ich. Naja. Daisy! Immerhin habe ich mein Pferd wieder. Hallo, na Daisy? Ain't as bad as you made out there. Bad, they worse than worse. You always was one for gossip. Jethro Minglethorpe, gossip, gossip, gossip. But as usual, you're spreading lies. Boah, die sind ja nicht besonders deutlich zu sehen. Black and Mr. White, ja. Jimmy Haldaker had a weak heart. He died of a heart attack. Einer von fünf. And Samson Black was set up. Everyone knows Judge Amory took a bribe. You don't believe that, do you? Sure. Blah, 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 blah. So, einer von fünf. How's your Tom? He's fine. Just fine. Marlene? Hier ist auch einer. Ja, ich muss absteigen. Das war eine super Idee. Jetzt ist mein Pferd hier direkt vor. Komm, Daisy, beweg dich. Hoi. Mr. Black und Mr. White, weg damit. I need that poster. There's been a recall. I weren't born yesterday. This one's mine, so you can go and get your own. Okay, boy. Ach, das war ein Kopfgeldjäger. Verstehe. Gehen wir doch mal raus aus der Stadt. Abstand und so.
Mein Gott, habe ich viele Waffen mittlerweile. Vielleicht können wir das schnell erledigen und ihn irgendwo verscharren. Tja, Arthur will irgendwie seine Waffe nicht ziehen. Ich weiß nicht wieso. Hey, move it! Oh no, you don't. Na toll. So viel dazu. Komm, 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 komm. Wo ist denn dein blödes Pferd? Oh, wo ist es denn? Daisy, komm. Yep. Jetzt müssen wir uns mal kurz organisieren. Gott sei Dank habe ich ja ein sehr schönes, schnelles Pferd. Naja, so erreichen wir wenigstens eine gute Verbundenheitsstufe relativ schnell. So. Gleich geschafft, Daisy. Auf nach Rhodes zurück. Wo sind wir? Wo ist Rhodes? Gott sei Dank habe ich Daisy wieder. Gar nicht so einfach. So, jetzt versuchen wir es mal langsam. So ohne Aufsehen und so. Zwei Stück brauche ich noch. Ein Augenzeuge. Ich war lieber woanders hin. Tja. Könnten denn noch Zettel hängen?
Hey, mister. Will you give me some money? Klar. Sure. Well, thank you. Say, where you from? Around. Ain't from right here. If I was you, I'd leave. This town lost its goddamn soul a long time ago. Nothing but nasty, miserable people. Yeah? Yeah, ever since them Grays moved here. A bunch of no-good white trash. Yeah, they somehow got rich about 50 years ago. They moved here, caused a whole heap of trouble. Yeah, I reckon they was Yankee spies during the war and everything. That's so. Yeah, sure. Na gut, ihr Lieben, ich werde jetzt hier mal speichern und euch dann wieder abholen im nächsten Let's Play. Dann machen wir das weiter. Wer weiß, wie lange ich noch suche und wie oft ich noch drauf gehe. Ich freue mich auf euch im nächsten Let's Play. Bis dann.